Hallo meine Zuschauer und willkommen hier zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Natürlich spiele ich mal wieder als Polizist hier und bin wieder mal unterwegs, um die ganze Umgebung und so weiter zu sichern. Heute nur im ganz kleinen Team, eigentlich nur eine Person aktuell. Und wir sind hier aktuell bei den Kupfer, bei der Kupferverarbeitung und sichern jetzt hier einfach die Umgebung erstmal. Ich bin dann jetzt einfach mal weg und mal schauen, was hier so alles Spannendes passiert. Bis demnächst. Sound ist nur einer drin, wo ich jetzt aktuell erkennen kann. Ja, ich sehe auch irgendwie, das ist da schon nur einer drin zu sein, oder? Einer ist hockt da nur drin, es hat aber nichts zu heißen. Aber schon verdächtig, dass ein Hummingbird hier einen Kupfer macht, weißt du? Ja. Den würde ich auf jeden Fall kontrollieren. Ich denke mal, das sollten wir vielleicht auch. Aber der würde ja auch nicht landen, wenn der was zu verbergen hätte. Dann wäre der ja schön blöd. Um ehrlich zu sein. Überfälle. Ja toll. Wenn wir hier stehen. Ja, vielleicht hat er uns nicht gesehen als Polizisten. Ich hab ihn schon mal invisiert. Ich auch. Ich stehe auch 3 Meter neben ihm und ziel auf den. Also ich glaube, mein Vater schon mal nicht. Soll ich die Befragung durchführen oder willst du? Ja, mach du mal. Aber jetzt greift er in seinen Rucksack. Ich hab ihn auf jeden Fall im Visier. Dann gehst ich du mal. Ich geh mal vor. Du machst die Befragung und ich hab ihn einfach nur im Visier. Achtung, da kommt ein schnelles Fahrzeug. Oh, ich dachte schon, er fährt uns jetzt um. Machst du mal die Befragung? Ja, ich mach's das schon. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Moin. Na, was schreiben Sie mit dem Hummingbird, wenn ich mal fragen darf? Habt ihr einen Spielernamen zufällig? Einfach so hier, wieso? Ja, ich frag nur, weil es ein bisschen verdächtig für mich erscheint, hier mit dem Hummingbird zu landen. Okay. Darf man das nicht einfach so? Ich kann mich gerne kontrollieren. Dürfen schon, aber mehr effektiv mit einem Hummingbird Kupfer zu machen, darum geht es mir. Ich habe kein Kupfer dabei, also ich habe eigentlich gar nichts dabei. Dann haben Sie auch wohl nichts dagegen, wenn ich Sie kontrolliere, oder? Natürlich, dürfen Sie gerne tun. Okay, wunderbar. Dafür muss ich es erstmal einmal festnehmen. Haben Sie irgendwelche Schusswaffen oder andere Gegenstände dabei, wo Sie mich mit verletzen könnten? Nein, keine Schüsse. Okay, dann guck ich doch mal. Dann fangen wir doch mal an. Autoführerschein haben Sie, Pilotenschein, einen Waffenschein. Sound resumed. Egal. Hallo, schönen guten Tag. Darf ich noch einen Blick in Ihren Rucksack? Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Na, was machen Sie hier schön? Auch Kupferfarm oder was führt Sie hierher? Ja, natürlich. Wie muss man ja an Geld kommen? Ja, okay. Habe ich Ihr Fahrzeug noch kurz untersuchen? Klar. Wunderbar. Okay. Sind Sie sich wirklich sicher, dass Sie keine Waffen dabei haben? Oh mein Gott. Haben Sie das gerade auch so gesehen, dass Sie hier rumfliegen? Negativ. Okay, egal, dann kann Oh wow, das kommen ja ganz schön viele hier. Sound resume. Kommen ja doch ganz schön viele jetzt hier. Sind ja doch sehr viele jetzt. Jetzt haben wir aber Kupfer überfallen, wurde noch keine Sau da. Ich meine allgemein, es sind sehr, sehr viele Personen. Und ja, machen Sie keinen Scheiß. Aber kann ich nicht sagen. Dankeschön. Ihnen wünsche ich auch einen schönen Tag. Dankeschön. Und dann könnte ich mit V befallen und auch wieder hin. Alles klar. Bis dann. Ey, der ist schon verdächtig. Der sagt, bisschen er hat schon. Keine Waffen. Bisschen schon, ich meine, der landet hier einfach ohne Grund. Das war schon etwas komisch, ne? Guck mal, hier sind gerade zwei dicke LKWs noch angekommen. Ja, ich hab's gesehen. Okay. Weißt du, was ich komisch finde? Wenn man ja einen durchsucht, ja. Ja. Ist ja okay, ja. Aber bei seinem Rucksack stand neu bewaffnen. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, deswegen habe ich schon mehrmals nachgefragt. Und ich mit dir, er hat eine Waffe im Holster gehabt, wette ich mit dir. Und die Munition halt in seine Taschen, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Weil er fliegt auch direkt weg, also das wundert mich auch wiederum. Von den LKW-Fahrern habe ich jetzt nicht unbedingt Angst, als wie von dem da. Er schwebt da noch in der Luft. Der schwebt immer noch in der Luft, das finde ich auch merkwürdig. Wir können da jetzt aktuell nichts machen, das ist das Problem, ne? Ja. Ich würde sagen, wir bleiben hier auf jeden Fall anwesend, vorsichtshalber, ne? Nur wir bleiben mal hier ein bisschen.
Wir sagen den LKW-Fahrern Bescheid, dass hier Überfälle stattfinden auf der Route und ja, vorsichtig sein sollen. Naja, ich mach das schon mal. Ja, mach du und ich Sound resumed. So, alle schönen guten Tag. Auch alle, die gerade angekommen sind. Hallo. Ja, ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass in der letzten Zeit es öfters Überfälle gab hier auf dieser Kupferroute und deswegen seien Sie auf jeden Fall vorsichtig und wenn Ihnen zum Beispiel jemand am Straßenrand sagt, irgendwie Sie sollen anhalten und die sehen nicht aus wie Polizisten, fahren Sie lieber weiter. Also es gab doch in letzter Zeit ein paar Überfälle. Ja, ich hatte die mehr an dem Salzhändler. Ja, ja, natürlich, natürlich, aber ich meine allgemein auf der ganzen Route hier. An verschiedenen Orten gab es immer mal wieder Überfälle. Also nur, dass sie ein Auge offen halten. Und wenn sie irgendwas Verdächtiges sehen, immer am besten direkt melden, ne? Jo, alles klar. Sound resumed. So. Naja, wie gesagt, der schwebt bei mir immer noch auf derselben Stelle. Bei dir auch? Ja. Oh, meine Maus spackt gerade. Ich muss meine Grafik wieder ein bisschen höher schrauben, weil ich habe die nämlich heute wieder niedriger gemacht für den Livestream. Ich spiele nur auf niedrig hier, altes Live, weil sonst habe ich FPS-Einbrüche. Oh, jetzt habe ich auch FPS-Einbrüche gerade. Hoppala, was ist da denn jetzt los gewesen? Heute habe ich wieder mehr FPS als gestern. Also die FPS-Zahl stimmt aber auch irgendwie nicht, die da gerade steht bei mir. Naja, ich frage mal was. Ich glaube, der Heli hat Langeweile. Hey. Einen Augenblick bitte. Meine Frage, wie mit dem Heli da auch auf der Stelle stehen? Also nebenbei, ob ich spiele, ob oder nicht. Ja, der steht bei mir auch auf der Stelle. Okay, dann ist es kein Risiko. Ich wollte nur mal nachfragen, ich war mir nicht so sicher. Der Kollege war sich auch nicht ganz so sicher. Der steht bei mir auch schon das längerem da. Sound resumed. Ja, jetzt die Frage stellt, stellst du jemand automatisch eine Bedrohung ja, da, wenn der da die ganze Zeit umschwebt? Babi? 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 ES? Mentor, du hast dich ein bisschen gemutet. Ach, hab ich echt? Oh, es tut mir leid. Fail! Sound resumed. Ah, danke, dass du es mir sagst. Ich hab voll gefailt. Ich dachte, du hättest dich gemutet. Ich hab gerade rausgetappt, um zu gucken, weil du in-game mit mir reden wolltest. Achso, tut mir leid. Ja, was, jetzt ist natürlich die Frage. Ich habe jetzt die Regeln zwar gelesen, aber ich weiß nicht, inwieweit das ist. Stellst du jemand eine Bedrohung da? Darf man mit dem Helikopter einfach die ganze Zeit in der Luft schweben, ohne Grund? Mein. Wieso ist nicht verboten? Ja, ist nicht verboten, das stimmt schon, ne? 150 Meter beim Boden muss er sein, ne? Da ist er ja ungefähr. Ja. Und außerdem ist es ja hier keine Stadt, hier ist freies Land, aber er ist schon verdächtig, was er macht. Ja, ein bisschen, ne? Wir haben ihn kontrolliert, ich konnte mich angeblich bei ihm neu bewaffnen am Rucksack, ja, was schon sehr verdächtig ist und er hat angeblich keine Waffe, aber... Du kannst doch in seinen Rucksack reingucken, dann kannst du sehen, ob er eine Waffe hat. Aber wenn er es im Holster hat, wenn er es im Holster hat oder an der Person direkt, kannst du es nicht. Oh, okay, gut. Nur was im Rucksack drin ist, kannst du sehen. Habt ihr mal einen Namen für mich? Ja... Die Fanname von dem Spieler. Daniel heißt er. Daniel, okay. Weil mir so eine Spezialisten schon, von denen ich viel weiß. Deswegen bleiben wir hier stehen, weil er ist, wie gesagt, verdächtig. Er ist ohne Kupfer hier bei der Kupferverarbeitung gelandet, ja. Und so Fetze, weißt du? Das ist sehr verdächtig. Er wollte bestimmt Kupfer kaufen. Guten Tag. Ich schaue nur gerade mal die Fahrzeuge nach, ob die wirklich auch denen gehören, die damit fahren. Ich frage da jetzt nicht jeden, weil ich finde es immer Quatsch, da jeden nachzufragen. Kann ich mal die Fahrzeuge kontrollieren? Ich guck einfach, wenn ich was hatte ich hier gesehen, aber wenn ich den vorher frage und der weiß, das ist keine Ahnung, dann haut der nachher ab oder so. Ich meine, die merken ja nicht, ob ich deren Fahrzeug kontrolliere, das ist ja... Herr Yoda? Jo. Wo bist du? 3,7 Kilometer von euch entfernt. Bleib mal bitte bei der Kupferverhändler. Bleib mal da. Wenn der Mentor nichts dagegen einzuwenden hat. Ich habe nämlich so ein doofes Gefühl. Ich habe da nichts gegen einzuwenden. Solange du in einer sicheren Entfernung dort bist und nicht irgendwie da mittendrin stehst. Okay. Oder so offensichtlich auch vor allem. Ja, ja. Ja, ich darf nur nicht aus Versehen im Pound klicken, weil sonst habe ich ein Problem. Kupferhändler, du kannst aber abbrechen. Du kannst wegrennen davon und dann... Achso, ja, stimmt. Ist gut. Ja, wie gesagt, weil wir haben... Wie kann man denn sehen, welche Leute im Fahrzeug drin sitzen? Also,
Nur den Fahrer siehst du. Nur den Fahrer und die anderen Drohnen beten auszusteigen. Mehr geht ja. Da nicht. Kenny, ja, das ist schon richtig. Okay. Und ich glaube, der erste, was rechts oben aufgelistet ist von dem Fahrzeug, Schlüssel ist, glaube ich, der Fahrzeugbesitzer letztendlich. Bin mir aber auch nicht sicher. Ich mache das immer so. Er schwebt da immer noch rum. Irgendwann ist der Sprit auch leer. Fällt er gleich vom Himmel. Na, da haben wir was zum Lachen. Nee, das ist wirklich verdächtig. Ah, jetzt bewegt. Ja, ich glaube, das ist ein Bandit. Mhm. Der hat einfach gewartet, ob wir abhauen. Ja, da wohl Pech gehabt. Da kommt nämlich schon die nächste Ladung. Ach du meine Güte. Ja, dann bleibt auf jeden Fall mal da beim Händler, weil die werden ja nicht alle zum Händler kommen. Bleib beim Händler. Und wenn sicher, der Heli kommt, wenn der Heli zu dir fliegt, sag Bescheid. Mhm. Weil dann komme ich als Verstärkung und Mentor kriegt das, glaube ich, alleine hin bei... Naja, natürlich. ...bei der Kupferverarbeitung. Weil ich habe so ein unheimliches Gefühl in der Magengegend gerade. Und das ist nicht mal Mittagessen oder Abendessen oder Mitternachtsbrunch. Mitternachtsbrunch. Ich bin auch so bescheuert, echt. Aber der Kupferhändler ist doch, der ist doch in Kupferland in der Nähe, oder? Ja, also beim... Nach den Physischwäldern kommt er. Ja. Fahr da bitte jetzt hin, weil nicht, dass der Helikopter da jetzt schon gelandet ist. Also du solltest da jetzt schon schnellstmöglich hinkommen. Ja, ich bin nach Kavala noch ein bisschen brauchen, ne? Also. Bist denn du? Ich bin von der Highway bitte runtergefahren. Och nö, ne? Weißt du was, dann fahr ich geschwind dahin. Ja, mach das bitte, weil ich hab keine Lust, dass der Helikopter da jetzt landet. Ich bin 3 Kilometer gewesen, gerade eben gewesen. Und fahr am besten mal zur Kupferverarbeitung. Ich fahre jetzt nach der Kupferhändler. Der Kupferhändler sind von mir aus noch 7 Kilometer. Ja, dann fahr du zur Kupferverarbeitung. Okay. Und die Umgebung ist gerade so schön. Ich sehe einen Heli gerade stehen noch. Ich schau mal, was mein Spiel, was meine Grafikkarte so schafft. Ich drehe mal meine Sichtweite ganz weit nach oben. Also viel weiter nach oben als sonst. Ich hab sowieso schon voll die Framerate-Einbrüche. Die habe ich da sonst nicht. Weiß mach doch einfach alles auf niedrig, ganz ehrlich. Ich spiele Arma und nicht um das, die Grafik zu genießen, sondern einfach, dass es flüssig läuft. Oh doch, ich spiele auch um das, um die Grafik zu genießen. Ach, dynamisches Licht ist auch auf Ultra. Er braucht schon ein ultra-dynamisches Licht, das ist auch Quatsch. So. Ja, Mentor, kurzes Statement. Der Heli schwebt über Agisos. Boah, 9000 Meter, what the fuck? Kann man weit gucken. Nimm mal 6000. Und ja, ich habe das Gefühl, er will die Fahrzeuge während der irgendwie attackieren, aber... wenn die Leute clever wären, würden sie es nicht so machen, beziehungsweise ich höre Hupen hinter mir oder in der Nähe. Nicht, dass er jetzt noch einen V-Mann da unten hat, ich gucke mal. Weil er landet ja wieder, er setzt gerade zum Landen an. Und wie tut sich da? Ja, er landet hier in der Stadt, wie es aussieht. Doch keine 6000 Meter hier. Ja, wenn es hochstellt, irgendwann ist Schluss, ne? Das ist nicht weiter. Ja, ich merk's gerade. Ich glaube, ich bin schon auf der Grenze beim Anschlag hier. Also wie gesagt, Mentor, bei mir dauert es so kurz, bis ich zum das. Händler fahre. Sehr geil. Weil ich beobachte hier gerade was Interessantes. Ich habe schon die Grenze eingestellt. Ich kann schon am weitesten sehen überhaupt so. Weiter geht's gar nicht. Und geil, wie weit man so entfernt alles noch erkennen kann. Oh, jetzt leckt's aber auch. Hollera. Der Helikopter kreist immer noch hier. Machen die auf einmal alle Kupfer, echt? Ich bin so blöd, die Kupferverarbeitung zu finden. Kupfermine, da ist er doch. Palmine. Wo ist denn die Verarbeitung, ey? Händler, Mine habe ich, aber die Verarbeitung finde ich nicht. Wo ist die Verarbeitung bitte? Oh, hier ist eine LKW-Kolonne mit 3 LKWs. Boah, jetzt leckt's aber wie Sau. Ah nein, ich habe auf Respawn gedrückt. Oh, ich dachte schon, wow. Wie verrutscht. Ein Glück, dass da steht ja oder nein. Ich mache mal eine Verkehrskontrolle hier bei 3 Transportern. Beziehungsweise 3 Hunters, 2 Transporter und einen normalen. Habe ich mich verstanden? Hilf mir bitte einen Tipp, wo ist die Kupferverarbeitung? Sind die nicht? Echt blind. Ich
Ich mute mich mal kurz hier. Könnt ihr mich verstehen? Mentor? Ja. Helf mir mal bitte, wo die Kupferverarbeitung ist. Bin echt zu blöd. Guck doch mal auf der Map, guck doch mal auf der Map, die müsstest du sofort sehen. Was macht denn jetzt hier? Ja, jetzt geht's, okay. Na komm. Mach die Grafik. Dicke Zacke. Komm. Hopp, hopp. Los. Oh. Was hat denn der für ein Problem jetzt hier? So, geht doch. Ich wollte nur irgendwie die Lecks wegkriegen. Warum leckt denn das so bei mir? Jetzt auf einmal plötzlich. Wie aus dem Nichts. Naja, egal. Ich hab doch gerade ein Fahrzeug gehört. Wo kam das her? Da ist doch jemand. Mit ihm falsch. Na, da gucken wir mal. Wer da so hoch läuft, der kann nichts Gutes im Schilde. Wer so hoch fährt, kann nichts Gutes im Schilde führen. Na doch, der Flash Pine, der.